Okay, dann vergeht die Nacht vom 9. auf den 10. und dann früh morgens am 10. ja, ist der Tag des Aufbruchs gekommen. Yalan geht in den Praios-Tempel, lässt sich dort einmal den Segen von Nadjescha von Gulnitz geben, mit der er ja schon das ein oder andere Mal geredet hat. Noch ein paar weise Worte, die ihm mitgegeben werden und ein paar warnende Worte. Und Ragnar ist wohl noch ziemlich müde, hat die Nacht über nicht so gut geschlafen. Ja, ich würde dann auch mal die anderen Leute, die hier überall schlafen, also erstmal würde ich den Wirt bezahlen. Und dann würde ich mal zu, als Jalan wach ist, mich mal zu ihm setzen, da mein Wodka oder was auch immer die hier zum Frühstück geben, trinken und ihn ein wenig missmutig ansehen. Wie Sag blickt mal, ihr denn Jalan. rein? Wie bitte? Wie blickt ihr denn rein? Nicht gut gelaunt auf jeden Fall. Etwas, was ich vielleicht mit dir besprechen sollte. Ich habe diesen Arvid Störrebrand wenig genauer durchleuchtet. Ich habe Sachen über ihn herausgefunden, die ich lieber nicht hätte herausgefunden hätte. Vielleicht mit dem Frühstück hier fertig bist. Bitte auf mein Zimmer, ja? Du weißt, ich schätze diese Heimlichtuerei nicht. Du weißt, sobald du oben in meinem Zimmer bist, warum diese Heimlichtuerei sein muss. Na gut, du bist darin schon immer besser gewesen als ich. Ich sehe dann zu, dass ich relativ zügig, die Neugier drängt dann ja doch, mein Frühstück fertig werde, mich auf Ragnars Zimmer begebe. Dann Ja, ich die Fiona, an. falls die da unten auch irgendwo sitzt, würde natürlich auch eingeladen werden. Braucht jetzt Gut. wahrscheinlich alle Muskeln, die man. Gerade noch Die wir fragen, ja. wahrscheinlich morgens noch. Wir nehmen ja auch den Zwaffnige-Geweihten, der kommt ja mit uns, habe ich richtig im Kopf, ne? Dass der. Richtig. Und da wäre ich morgens noch gewesen, hätte mir kurz von ihm vielleicht noch einen, ja, Segen für die Reise. Man weiß, man geht wieder auf ein verfluchtes Schiff oder eine verfluchte Arche und wäre dann aber auch zueinander zurückgekommen. Also quasi gleichzeitig, während Jalan sich lässt, wäre Fiona auch nochmal verschwunden. Perfekt. Ja, und dann wäre ich aber auch wieder da. Ja, die folgt euch einfach stumm. Alles klar, wunderbar. Ja. Müri auch dabei oder nur ihr drei? Myria kommt mit. Ja, Außer wenn. Ragnar will sie unbedingt rausschmeißen, aber. Überleg gerade. Ja, nö, eigentlich nicht. Okay, gut. Ist ja schon Teil der Gruppe, Teil der Family. Ich Ich wollte nur glaube, wissen, ich. ob ich dann Einfluss nehmen kann oder nicht, ja, aber dann. Ja, kannst du. Nee, ja, wenn nicht, also Myria ist nicht da, dann. Doch, 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 sie kommt mit Doch, rein. okay, Sie kommt gut, dann mit. ist Myria mit im Zimmer. Alles klar. Ja, dann würde jetzt Ragnar irgendwo da aus den. Stroh da in dem Bett oder vielleicht auch einfach nur unterm Bett, der war gestern wahrscheinlich zerstreut, um das jetzt wirklich zu verstecken. Würde er dann 5 Bilder, 6 Bilder rausholen und die einfach nur wortlos auf dem Bett ausbreiten, die anderen wortlos ansehen, vor allem Yarlan. Ja, dann hat er noch unwillkürlich die Hand am Schwert, lässt es dann wieder los, als er es merkt, und interessiert sich natürlich vor allem für ein Bild, nämlich das, auf dem er drauf ist. Ragnar, Ja. ich wusste gar nicht, dass du malst. Das habe ich nicht gemalt. Was ist das und warum bist du da drauf? Das ist Ja, ein Bild, das ich bei Arvid Störrebrand gefunden habe. dann. Störrebrand. Zu Guck mir Hause. mal die anderen Bilder an. Was ist da noch so drauf auf den Bildern? Anderen Bildern sind ein traumstaubabhängiger Magier. Auf einem ist ein Eferi, auf dem eine Ratte sitzt. Und auf den anderen steht mir das da. Ja, die Helden vor dem Höhlendrachen mit einigen Soldaten. Ein buntes Kleid im Dschungel. Ein Eferi, der im Brunnen ertrunken ist, ein Duell an Bord eines Schiffes, eine schwarze Festung über Gareth. Was ist das, Ragnar? Wüsste ich aber auch gern. Nun,
Warum hast du Bilder, die von Störrebrand sind? Woher hast du Bilder, die von Störrebrand sind? Hast du ihn beklaut? Die hast du nicht gekauft bei unserem Geld, oder? Natürlich habe ich die nicht gekauft. Natürlich. Allerdings finde ich, wir haben gerade wichtigere Sachen zu besprechen als die Sache, wo ich die Bilder her habe. Ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass sie Störrebrand oder einer seiner Freunde gemalt hat. Ehrlich gesagt, ziemlich Angst. War das, ach Gottchen, ich habe vermutlich keine Ahnung von Kunstfertigkeit. Sag mal, dieses bunte Kleid in dem Dschungel. Ist das Maraskan? Ist das... Das kann sein, ja. Wieso hast du Angst? Was ist mit diesen Bildern? Ich verstehe das noch nicht genau. Könnte mich meine aufklären. Das Bild sieht sehr aufwendig aus. Und mein Kampf ist keine 2 Tage her. Wie kann das Bild so schnell gemalt worden sein? Keine Ahnung, bin ich Künstler? Wie lange braucht man, um sein Bild zu malen? Ein Bild mit so einer Kunstfertigkeit. Ja, Ragnar würde da mal rüber reichen, beziehungsweise nur kurz anfassen. Farbe ist wahrscheinlich schon getrocknet. Mhm, würde das dann mit einem Kennerblick begutachten. Das ist mindestens einen Mond alt. Verfluchte. Also Moment, es hat jemand was gemalt, was erst 2 Tage her ist. Das Bild ist aber schon älter. Richtig. Also glaubt ihr, jemand hat das vorhergesehen? Wie eine Art Wahrsagerei? Prophezeiung? Oder so? Vielleicht sollten wir uns nochmal mit diesem Störrebrand unterhalten. Oh, ich habe ihn bereits eingeladen, heute Abend. Hierher? Ich weiß gar nicht mehr, wozu ich ihn eingeladen habe. Ich habe ihm irgendeine Kaschemme, glaube ich, gesagt. Ihr glaubt doch kaum, dass er die Bilder selbst gemalt hat. Ich meine, das muss doch jemand... Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er uns erklären kann oder will, warum er diese Bilder wiederhaben will. Wollten wir heute Abend nicht wieder losreisen? Also, ich hatte jetzt gedacht, dass wir jetzt aufbrechen. Ich denke, ein weiterer Tag wird die Leute jetzt nicht zu sehr schädigen. Das müssen wir zumindest klären mit den Leuten, die wir angeheuert haben. Und was wollt ihr dann machen? Fragen ihn erstmal, warum er solche Bilder hat. Fragen wir ihn, wo er sie her hat. Dann hoffen wir, um seinetwillen, dass mir seine Antworten gefallen. Was glaubt ihr denn von ihm zu erfahren? Ich meine, wenn ihr sagt, ihr habt Angst davor, habt ihr sowas schon mal gesehen? Hat jemand euch schon mal durch Bilder etwas prophezeit? Ich kann ihm auch einfach den Schädel einschlagen. Also, wir haben mal ein paar Karten gelegt bekommen und das war halt auch sowas wie eine Prophezeiung. Hat auch schon ziemlich gut gestürmt. Naja. Kartenlegerei. Meinst du nicht? Ich weiß nicht, darum geht es jetzt auch nicht. Es ist etwas anderes, einen Satz Karten zu legen, als solcherlei Bilder zu malen. Und was soll mit der Ratte das sein? Das ist zumindest nicht Herr Verdaius. Zum Glück. Vielleicht ist es der Wartenberg? Nee. Guck mal genauer hin. Sieht nee, den kenne ich nicht. Aber vielleicht kennt Herr Verdaius ihn. Wir könnten ihn fragen. Nichtsdestotrotz will ich wissen, wie er diesen Zweikampf mitgesehen hat. Vorhergesehen hat, wie auch immer. Vielleicht hat er auch nur geraten, oder ist es einfach irgendein Zweikampf? Ein Zweikampf, auf dem ein Ritter mit einem Auge drauf ist, der ein Dunkelsteinschutz Wappen trägt. Naja, wenn ich mir euch so angucke, sind die Ritter nicht unbedingt immer die cleversten. Nichts für ungut. Da kann es doch schon mal sein, dass ein anderer Ritter ein Auge verliert. Wenn ihr euch immer in Gefahr stürzt? Mag sein, aber dieses Wappen wird nur noch von 2 Männern getragen. Die leben beide tief im Landesinneren. Irgendetwas an der Sache kommt mir komisch vor. Ich will wissen, was.
Und wenn er sowieso eingeladen ist, verzögern wir uns um einen Tag und reden mit dem Herrn Starrebrand. Warum warten wir bis heute Abend? Warum konfrontieren wir nicht gleich? Keine schlechte Idee, lass uns gehen. Oh. Fiona macht die Tür auf und Stiefel raus. Ja, dann packt sich das eine im Bild und Stiefel hinterher. Ja, also ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz anmerken, bevor ihr jetzt hier weggeht, ihr vielleicht schon mal erfahren hättet können, ich bin nicht ganz legal an diese Bilder rangekommen. Deswegen es vielleicht besser wäre, wenn wir getarnt nach den Motiven von dem guten Arvid fragen würden. Ja, Lan, zieh mal einen Sack über das Bild. Einen Kartoffelsack oder so. Das kann man ja zusammenrollen. Oder so, mir doch egal. Wir tarnen uns nicht, Ragnar. Die Zeit dafür ist nun mittlerweile wohl vorbei. Sehe ich anders. Also und ich meine, darüber, wie du an diese Bilder gekommen bist, reden wir bei deiner nächsten Beichte im Freihaustempel nochmal. Vielleicht solltest du nicht mitgehen, Ragnar. Weißt du, was für eine Gefahr du uns gebracht hast mit deinem komischen Raubzug? Stachelbrand hat sehr viel Geld. Und mit sehr viel Geld kann man sehr viele Attentäter kaufen. Wer weiß, wie viele Leute der in der Stadt kennt, wenn er hier so ansieht. Warum solltet ihr ja auch nicht da jetzt ungetarnt hingehen? Ist nur meine Idee. Sich heute Abend tarnen beim Treffen. Man könnte zum Beispiel Masken aufsetzen. Masken. Wie unauffällig, sich mit Masken in eine Spelunke zu setzen. Ragnar, wir sind hier nicht in Winsalt bei Hofe, wir sind in Festum. Ist mir schon klar, aber in dieser Spelunke... Ich setze mich nicht mit so einer blöden Maske da irgendwo hin. Ist euer Leben. Ich hab nichts geklaut. Dann erwähnt aber nicht meinen Namen. Im Notfall sage ich ihm, dass du das warst. Mitgefangen, mitgehangen, du kommst mit. Wollt ihr mich verarschen? Aber jetzt ganz ehrlich, was erwartet ihr denn, was er machen wird, wenn wir in seine scheiß Villa kommen? Der wird uns alle umbringen lassen. Das soll wir gehen er nicht in seine Villa, wir können uns auch ans Tor stellen und ihn herausfordern. Das soll er dann gerne versuchen. Oder oh, wir treffen uns einfach heute Abend in der Kaschemme, denn ich bin ziemlich sicher, dass er diese Bilder wieder haben will. Ragnar, durch deine Aktion müssen wir jetzt einen Tag später ablegen. Wir haben schon alles organisiert. Durch meine Aktion haben wir hier vielleicht irgendeinen Taktierer oder so enttarnt. Dann ist es umso wichtiger, dass wir sofort handeln, bevor er merkt, dass die Bilder weg sind und sich absetzt. Ich denke nicht, dass er sich absetzen wird. Können Paktierer in die Zukunft sehen? Vielleicht. Kann irgendjemand in die Zukunft sehen? Ich habe gehört, dass, dass diese Kinder da Sartorias was können. Ein Torwall haben wir doch sehr. Aber sehen Jodi. Die aber es wirklich? Sind keine Paktierer. Nein, aber sie können in die Zukunft sehen. Es ist völlig egal, die Söldner sind schon bezahlt. Ob wir nun heute losmarschieren oder nicht, können sie wenigstens was tun für ihr Geld. Also was wollt ihr machen mit 70 Leuten in eine Villa marschieren? Einen der wichtigsten Männer Aventuriens herausfordern? Nee, aber wir haben doch Geld. Wir könnten das ganze Gasthaus leeren lassen, es mit unseren Leuten verkleidet auffüllen und könnten uns dann mit ihnen dort treffen und wenn irgendwas passiert, dann schlagen die zu. Aber ich ziehe keine Maske an. Stimmt, ist ja auch viel weniger aufwendig. Wie gesagt, Ragnar. Du willst dich doch nicht ernsthaft mit einem, der vielleicht ein Paktierer ist, in irgendeiner Kaschemme treffen, eine Maske aufziehen und glauben, das funktioniert. Nun, es geht mir nicht darum, dass der Paktierer nicht weiß, wer ich bin. Es geht mir darum, dass die Leute nicht wissen, wer ich bin. Dann ist es doch trotzdem einfacher, wenn wir unsere eigenen Leute dahin bringen. Dann muss dir doch niemand die Maske vom Kopf reißen. Glaubst du, das schafft niemand? Wenn er seine Leute nämlich dort postiert, wenn er weiß, wo wir uns treffen, dann sollten wir schneller sein als er und das Gleiche tun. Nun, könnt ihr einfach einen Unterhändler hinschicken und sagen, die Bilder sind woanders. Einen Unterhändler hinschicken, die Bilder sind woanders. Jetzt reicht's aber. Und du glaubst, der Unterhändler wird uns nicht verpfeifen bei einem so mächtigen Mann? Nun. Der Unterhändler könnte ja einer von uns sein. Wir klären, dass wir ehrenhafte Menschen und damit basta. Die ehrenhafte Menschen, die... Ach, wer ist es? So wie ehrenhaft, wie ihm Bilder zu klauen. Klären, dass wir ehrenhafte Menschen und Ragnar. Reicht euch das? Ich schulde dir mein Leben, Ragnar, und ich habe dir versprochen, dass ich das nicht vergesse. Aber manchmal... Manchmal bringst du uns alle in Teufels... in der namenlosen Küche.
Wir könnten sie schicken, zeigt auf Myria. Sie soll einfach ihre Reize einsetzen und ihn ein bisschen ablenken. Die würden ihre Reize für gar nichts einsetzen. Warum nicht? Sie ist eine Frau, sie sieht gut aus. Warum soll sie das nicht machen? Weil sie das in Gefahr bringt. Danke, Fiona. Ah. Also, dass du sagst, dass ich gut aussehe. Um dich geht's hier gerade nicht. Sie macht wieder einen Schmollmund. Wir werden meine Knappe nicht für eure seltsamen Tricks aufwenden. Was, meine Tricks? Ist doch seine Idee gewesen. Ich zeig mal auf Ragnar. Dann halt seine Idee, Tricks. Meine Idee war nicht so eine dumme Aktion, wie ihr jetzt vorher habt. Ich gehe jetzt dahin. Sagt einer von uns als Unterhändler rein. Dein Gesicht bin ich mir sicher, kennt er. Ich gehe jetzt raus. Gesichter? Ich nehme mir Ritter Jagold. Ich gehe dahin und ich prügel die Antworten aus Störrebrand raus. Ja, dann, ich bin mir sicher, das bringt was. Wenn ihr alleine dann sind wir uns alleine. Ich bin mir aber sicher, ich behalte die Bilder hier. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, weil Jarlans Götterkundeunterricht ist immer ein bisschen schwammig. Wenn das ein Paktierer ist, dann kann der überhaupt an Sonnenlicht existieren und kann der dann im Stadtrat sitzen und sich mit anderen Leuten unterhalten? Wir können ihn doch einfach in einen Tempel reinlocken oder so. Unterhalten wir uns einfach in einem Tempel mit ihm und wenn er in Flammen aufgeht, dann ist er ein Paktierer gewesen und wenn nicht, dann halt nicht. Dann ist er ein... Und was, wenn er sagt, er kommt nicht in den Tempel? Dann sagt mir direkt, oh, er ist ein Paktierer und dann? Wie soll man das beweisen? Nur weil er nicht in den Tempel will? Wenn er in den Tempel kommt, dann können wir zumindest ausschließen, dass er keiner ist. Dann sagen wir ihm, um zu beweisen, dass er kein Paktierer ist, soll er in den Tempel gehen. Wenn er sich dann immer noch weigert, lassen wir ihn einbauen. Nein, wir brauchen einen Vorwand. Wir können ihn doch nicht damit konfrontieren. Einfach, wir sagen sobald einfach... Sobald er sich weigert, meine ich. Ja, genau. Er kann sich auch weigern, sagen, weil er keine Lust hat, sich von uns was sagen zu lassen, weil wir hier fremd sind und ihm gehört die Stadt. Wir laden ihn einfach in den Fex-Tempel ein und möchten ihm dort irgendwas... wir möchten uns bei ihm entschuldigen. Wir sind auf einem falschen Fuß mit ihm gestartet, weil du hast ihn ja angeschrien, Jarlan. Das war eine super tolle Idee. Mit Recht! Warum? Und wenn er im Fex-Tempel in Flammen aufgeht, dann wissen wir, dass er fies war. Wie unauffällig, dass die Maus in einen Fex-Tempel vorschlagen. Ich werde mich nicht Herr bei den Händler... Ich werde mich nicht bei der miesen kleinen Kontorratte entschuldigen. Nein, aber das ist der Grund, warum wir ihn da hinladen. Ach, anlegen sollen wir ihn auch noch. Naja, aber diese Kontorratte hat hier durchaus Einfluss und Geld. Ob wir wollen oder nicht, oder sehe ich das falsch? Das hat Hafax auch. Unsere Steckbriefe sind die ganze Ostküste hinauf und hinunter an jede Wand gepflastert. Trotzdem juckt uns das nicht. Also meiner nicht. Na gut, Fex-Tempel. Siehst du, wenn eure Steckbriefe überall sind, dann kann auch einfach jemand euren Steckbrief gesehen und das Bild so gemalt haben, weil er sich von euch hat inspirieren lassen mit eurem einen Auge. Ihr seid ja nun mal nicht gerade unauffällig. Ein Steckbrief, auf dem ich mit Schnattermoorwaffen abgebildet bin. Keine Ahnung, ich habe euren Steckbrief nicht so beachtet. Bin kein Kopfgeldjäger. Gut, Myria, geh raus, finde einen Botenjungen. Gib ihm eine Münze, er soll Störrebrand eine Nachricht überbringen. Was genau willst du ihm schreiben? Dann treffen wir ihn da. Ganz recht. Im Fex-Tempel. Sag ihm einfach nur, setz keinen Absender drauf. Sag ihm, wir haben einige Bilder, die er vielleicht gern wieder hätte. Okay. Ja, die Zeit vergeht und wenn ihr möchtet, dann können wir 2 Stunden später in den Fex-Tempel am oberen Hafen springen. Ich hätte gerne Jarlan vorher noch was dazu gesagt, dass er quasi schriftlich festhält, dass wir Störrebrand erpressen wollen, dass ich das nicht für eine gute Idee halte. Das schriftlich festzuhalten. Damit ist ein Beweis gegen uns geliefert. Wenn er diesen Brief oder dieses Schreiben irgendjemand zeigt, dann sind wir die Schuldigen, weil wir ihn erpresst haben. Dann sind wir diejenigen, die seine Bilder haben, die er kommen kann und sich im Tempel abholen. Ja, und was, wenn sie ihm nicht wichtig genug sind, als uns zu verpfeifen? Ha? Ich würde etwas Subtileres bevorzugen, als zu schreiben, wir haben deine Bilder. Ich würde etwas schreiben, was... Hier, du bist doch Adelsmann. Du hältst doch viel auf deinen Stand. Schreib ihm irgendwas Oberflächliches, wovon er weiß, was los ist, aber nicht die anderen. Arvid ist aber kein Adliger. Korrekt. Aber Jarlan ist einer und ihr habt immer gesagt, das ist so viel wert hier bei euch. Hier in Festung nicht. Lade ihn halt offiziell in den Fex-Tempel ein. Schreibe eben, du würdest... ja genau, du willst dich gerne bei ihm entschuldigen und du hättest bestimmt ein sehr gutes Angebot für ihn. Das wäre was könntest du schreiben? Ihm ist doch auch aufgefallen, dass seine Bilder fehlen. Hm? Das wäre eine Lüge. Ich dachte, Fex macht sowas. Aber Preis Schulterzucken. Nicht. Fex macht so etwas interessiert mich doch nicht.
Wir treffen uns mit ihm im Fex-Tempel. Schreibt halt irgendwas Fexisches dahin. Ich kenne leider keine Rätsel. Da, Ragnar. Du doch. Malen wir einfach einen tollen Fuchs drauf. Das könnte sogar funktionieren. Und das mit dem Angebot, naja. Das würde ihm halt unterschwellig sagen, dass das was ist. Aber nicht was. So dass er uns nicht in der Hand hat. Dann schreib du doch die Nachricht. Himmelswillen. Fex-Tempel. Wie ich sagte, du bist der Adlige. Du hältst da mal so viel drauf. Kannst du nicht schreiben, Fiona? Hä? Kannst du nicht schreiben? Geht's da vielleicht gerade drum? Du lenkst ab. Und du nervst mich. Dann schreibe ich die Nachricht. Gut, dann hast du wenigstens eine sinnvolle Aufgabe heute erledigt. Also, dann diktier mal. Bisschen netter zu meiner Knappen, bitte. Ich... Lieber Arvid. Nix da, lieber. Ich, komme, der werte Herr von und zu Schattenmoor. Nattermoor. Hoher Herr von Nattermoor. Du weißt schon, was du schreiben sollst. Wedelt mir so eine Handbewegung ab. Hoher Herr Ritter, Titel, Titel, Titel. Jalan greifen uns vom Schnattermoor, Titel, Titel, genau. Komma. Bitte euch untertänigst. Oh, ist das ätzend. Fordere euch. Also, habe ich doch gesagt. In zwei Kerzen im Fex-Tempel, im hiesigen Fex-Tempel, aufzukreuzen. Zu erscheinen. Ja, oder so. Persönlich zu erscheinen. Ja, wen soll er sonst schicken? Die Nachricht ist doch an ihn. Wollt ihr das jetzt unterschreiben oder nicht? Ich habe ein großzügiges Angebot, das ihr sicher nicht ablehnen könnt. Werdet. Ah, nein, ihr werdet. Das hört sich ja, gut an. Mein Name steht nichts von, da steht nichts von Entschuldigung oder so. Das ist gut. Mein Name steht sowieso schon drauf, dann kann ich das Ding auch siegeln. Ist ja nicht gelogen. Wir wollen ihm das Angebot machen wegen seinen doofen Bildern. Und wir wollen rausfinden, ob er ein Bakterier ist, natürlich. Zwei Stunden später steht ihr am oberen Hafen in dem Fex-Tempel. Ich habe euch einmal schon auf die Karte geschoben, da wo er ist. Und ja, nach einigen Augenblicken, die ihr dann da steht, wartet, vielleicht noch ein Fex-Geweihter, der sich da in den Schatten irgendwo aufhält und sich gerade mit einem anderen Händler unterhält, kommt ein Arvid Störrebrand mit Zornesröte im Gesicht in den Tempel hineingelaufen. Wie könnt ihr es wagen, mich zu fordern? Ich bin ein Störrebrand, verdammt! Greifenmund, ich habe euch bereits gesagt, wie ich zu euch stehe. Und ich, wie ich zu euch stehe, darum geht es ja nicht. Also haltet's Maul und hört meinem Kameraden zu. Er verbrennt ja gar nicht. Jetzt setzt euch doch erstmal, beruhige uns alle wieder. Meine Güte. Also, kommt zum Punkt. Zeit kostet Geld. Ich kann mich nicht, während die Stadt leidet und im Hunger darbt, mit euch hier in den Fex-Tempel setzen und einen lauwarmen Tee trinken. Ich denke schon, dass ihr das könnt. Was wisst ihr über einen einäugigen Ritter mit mendenischem Wappen, der an Bord eines Schiffes ein Duell ausfechtet? So ziemlich gar nichts. Ihr seid einäugig. Ich kenne eine ganze Menge einäugige Männer. Einäugige Dunkelsteins? Wer soll das sein? Eine Familie? Nein. Seltsam, oder ein Effort-Geweihter, auf dessen Schulter eine Ratte sitzt. Ich lächle ihn an. Was wollt ihr mir damit sagen? Ach, bitte. Es ist doch gar seltsam, dass ich in eurem Besitz mehr als nur ein Bild mit solch fragwürdigen Motiven befindet. Aktuell befindet sich kein einziges Bild mit so einem Motiv in meinem Besitz. Aber ihr hättet gerne ein solches Bild in eurem Besitz, nicht wahr? Wieder. Was meint ihr mit wieder? Es ist tatsächlich vorgekommen, dass sich gestern einige Personen in meinem Haus herumgetrieben haben. Die Stadtwache ist auf der Suche nach ihnen. Nicht alle. Und ihr wollt mir also sagen, dass ihr etwas über den Verbleib von Bildern wisst? Nicht zwingend.
Guck mal Jalan an. Ja, dann lässt er erstmal Fiona reden. Anlügen will er ihn nicht, aber schweigen ist okay. Ragnar ist auch da, ne? Ach, ich bin auch da. Weiß ich nicht, das ist eine Frage. Solltest du. Also, ich wollte eigentlich jetzt nicht unbedingt dabei sein. Ich hätte ihn mitgeschliffen. Ja, dann sitze ich irgendwo bei dem Fexgeweihten da hinten beim Händler und verstecke mich. Okay. Ja, das ist okay. Gut, dass uns das Wirtschaft schon in der Ecke sitzt. Nun ist es doch so. Wir haben etwas, das ihr wollt. Und wir wollen etwas von euch. Habt ihr den Namen derjenigen, die mich bestohlen haben? Ich kann nicht lesen, nein. Ihr könnt mir die Namen auch nennen, die müsst ihr mir nicht aufschreiben. Spitzfindigkeit. Fakt ist, ich wurde gestern bestohlen. Das tut mir leid für euch. Das hörte ich auch. Und ich mache von niemandem Halt, der mir meinen Besitz entwendet. Wenn ich etwas möchte, dann bekomme ich es auch. Ihr wisst ganz genau, wie viel... Sehe ich aus, als wäre ich in euer Haus eingestiegen? Ihr? Verzieht sein Gesicht so ein bisschen angewidert. Nein, dafür seid ihr viel zu grobschlächtig. Viel zu dumm. In der Tat. Beleidigt. Habt ihr mich dumm genannt? Gefolge nicht. Könnt ihr euch nicht gut bekommen. Wollt ihr mir drohen in einem Tempel? Ich? Ich will euch nicht drohen. Das machen sie schon von ganz alleine. Ich will euch nur warnen. Ich drohe ihm auch nicht. Ich finde ihn nur dumm, weil er denkt, ich bin. Naja. Wenn es nach mir ginge, säßen wir ja auch nicht. Wenn es nach mir ginge, dann säßt ihr hier vor allem nicht mehr. Also, aber ihr wisst, was ich haben will. Die Namen derjenigen, die mich bestohlen haben. Was wollt ihr also im Gegenzug von mir? Ich dachte, ihr wolltet lieber eure Bilder zurück. Was will ich denn mit Bildern? Ich kann mir neue machen lassen. Von wem? Es geht nicht um die Bilder, es geht darum, dass mein Ruf geschädigt worden ist und niemand soll behaupten können, dass er bei den Störrebrands ungeschoren einbrechen konnte. Also ich habe noch nie vorher von euch gehört. Er verzieht so ein bisschen die Augen. Das glaube ich euch nicht. Doch. Dann seid ihr sogar noch dümmer, als ich dachte. Oh, das hat mich einfach nicht interessiert. Ich bin so kurz davor, ihm eine zu hauen. Also, was habt ihr im Gegenzug für mich? Ich fordere einen Namen. Was wollt ihr von mir haben? Ich will wissen, wer das Bild gemalt hat und wie ihr darauf kam. Und zwar sehr, sehr genau. Ich kaufe die Bilder von einem Bekannten, von einem Freund aus Gareth. Freund aus Gareth? Sicher. Geht das auch genauer? Er kommt etwa einmal alle halbe Jahre zu mir und verkauft mir das, was er gezeichnet hat. Das waren die letzten Werke, die er mitbrachte. Ein Name, Störrebrand. Volterach. Volterach. Nur Volterach? Ich bekomme im Gegenzug einen Namen von euch. Bin mir sicher, das lässt sich arrangieren. Ich bin mir ganz sicher, das lässt sich arrangieren, denn sonst wüsstet ihr nichts von den Bildern. Unterstellt ihr mir etwa etwas? Die Bilder euch gar nichts wert sind. Ich meine, ihr wollt sie nicht wieder haben, ihr wollt lieber die sie euch entwendet haben? Ich sagte doch bereits, ich kann mir neue Bilder anfertigen lassen. Ich bin einer der reichsten Menschen auf Aventurien. Es geht mir nicht um den materiellen Wert der Bilder dahinter. Und ich konnte bisher auch keinen emotionalen Wert aufbauen, da sie sich erst seit wenigen Tagen in meinem Besitz befunden haben. Das heißt, der sie euch gebracht hat, der könnte doch hier in der Umgebung sein? Selbstverständlich. Und ihr wisst, wo er ist? Das kommt darauf an. Das war nicht die Frage. Ja oder nein? Ich könnte euch eventuell sagen, wo er ist, ja. Guck Jalan an. Ich winke mal Myria herbei. Herr? Myria, such doch unseren gemeinsamen Bekannten auf und schau, ob du nicht einen Namen in Erfahrung bringen kannst. Einen derjenigen, die beim guten Störrebrand eingestiegen sind.
Meinst du Ragnar? Und nicke mit dem Kopf noch in Ragnars Richtung, ja. Ja, dann, wenn du sowieso in seine Richtung nickst, dann geht sie auf direktem Wege zu dem Vorhang, wo du hinter sitzt und zieht ihn mal so ein bisschen beiseite. Du bist jetzt so halb verborgen hinter ihrem Körper und der Säule und der weggezogenen, ja, diesem weggezogenen Gardine. Kannst auch gerne nochmal eine Sich-Verstecken-Probe würfeln, aber sie spricht dich jetzt auch offen an. Kann ich versuchen, den abzulenken, den Steuerbrand? Überreden. Ich irgendwie breiter an den Weg setzen. Überreden-Probe, um ihn abzulenken. Myriel ist ja noch schlechter für dieses Geheimagenten-Zeug. Ist aber jetzt erschwert um 10 Punkte, weil ja, er will halt wissen, wer das ist. Und Myriel geht da jetzt offen hin. Also das ist schon schwer. Ja, kein Problem, ich versuch's.